Wir segeln schon. Willkommen zurück zu Let's Play. Ich bin raus. The Flame and the Flood. Oh mein Gott. Es ist aber auch grausam, dass der Wolf uns einfach so zerlegt hat. Ich meine, das wollte ich nicht. Das hätte auch anders laufen können. Aber ich bin nun mal nicht der beste Spieler, nicht? Das wisst ihr ja aus verschiedenen anderen Let's Plays. So, hier sind wir das letzte Mal auch lang und sind dann da rein in die Waldgegend. Da werden wir jetzt wieder hingehen, in der Hoffnung, dass dort diesmal kein Schwein rumhockt und dass wir diesmal alles sammeln können. Ich werde vorher alles hier lassen, Piranhas Zuflucht, wenige Vorräte. Genau, das hatte ich das letzte Mal auch gelesen. Aber diesmal packen wir alles vorher rein ins Floß. Manchmal springt er zweimal, manchmal nur einmal, ist auch egal. Also, Salz lassen wir hier. Habe ich irgendwie noch keine Verwendung für gefunden. Gekochte Yucca, die wollen wir nachher mal essen. Die essen wir jetzt erstmal. Schmiere den Speicher. Konsumieren. Ich werde den Speicher nicht schmieren. Wir wollen erstmal gesund und munter weiterlaufen. Die Körpertemperatur geht runter. Aber das liegt jetzt nicht am Essen, ne? Muss jetzt an anderen Dingen liegen. Wahrscheinlich ist die Ausrüstung, die wir tragen, nicht mehr gut genug. Das lassen wir jetzt auch auf dem Floß. Ja, lassen wir mal kurz im Inventar. Rohrkolben werden wir wahrscheinlich genauso finden wie Setzlinge. Und was hast du noch, Rudi? Löwenzahn. Löwenzahn lassen wir auch da. Können wir noch Tee machen? Das Gefäß nehmen wir schon. Nehmen wir nicht in die Tasche. Nein, nehmen wir nicht in die Tasche. Wir gehen weiter. Komm, Rudi. Ja, ich hab's gesehen. Hier sind noch mehr. Oh, Wasser. Na also, geht doch. Eigentlich könnten wir sogar fast trinken, aber wir füllen mal das Gefäß. Kein Gefäß zum Befüllen. Was soll das denn? Rudi hat das doch in der Tasche. Ist doch alles gut. So, geht doch. Trompete des Teufels. Daraus können wir Fallen herstellen. Vielleicht auch für die Hasen, die hier sind. Wie geht das? Hasenfalle. Ich habe keine Hasenfalle. Ich habe höchstens einen Steinhammer. Haben wir den eigentlich noch? Nee, den haben wir nicht mehr. Weil wir die ganzen Feuersteine nämlich nicht mehr haben. So ein Dreck. Rudi, wo willst du hin? Ja, da ist ein Setzling. Das ist schön. Hier gibt's auch noch was. Und da ist der Eber wieder. Dem möchte ich diesmal nicht begegnen. Komm, wir gehen hier hin. Ein paar Lumpen, das ist okay. Komm, wir gehen schlafen. Für 4 Stunden. Gut, damit geht's uns auch wieder gut. Und wir können weiter. Unsere Temperatur ist auch wieder oben. Vielleicht sollte man in der Nacht nicht allzu lange durch die Gegend rennen. Bevor wir ins Floß steigen, einfach mal was trinken. Okay. Weiter geht's. Diesmal haben wir wenigstens alles ausgeräumt, Rudi. Das sieht gut aus. Hui. Und da sind wir an der nächsten Insel. Unscheinbarer Hafen. Einer braver Rudi. Nimm doch einfach mal das da. Haben wir sonst noch irgendwas? Das kommt jetzt auch noch auf das Floß. Dann ist das Floß voll. Und wir gucken uns hier mal um. Jo, ein Setzling. Wie entsetzlich. Nähsatz und Lumpen. Noch mehr Lumpen. Lumpen und Nähsatz. So, jetzt hatten wir, glaube ich, das andere hergestellt, ne? Schade, dass das nicht mehr gespeichert ist. Verdammt. Iss mal den Knoblauch. Und dann hatten wir alles isoliert, genau. Isolierte Hose.
Okay, das war's. Hä? Hatte ich nicht mehr Nähsatz? Doch, da ist noch Nähsatz. Lumpen haben wir auch. Hä? Was brauche ich denn noch? Isolierte Jacke. Rohrkolben. Ach, ich habe keinen Rohrkolben mehr. Rudi, ich habe keinen Rohrkolben. Ja. Dann sehen wir erstmal unsere Sachen an. Sehr schön. Damit sieht unsere Temperatur auch wieder besser aus. Komm, Rudi, wir müssen Rohrkolben finden. Ich glaube, den habe ich hier. Ja, sehr schön. Gut, Rudi, komm, wir stellen was her. Wir brauchen erst einmal eine isolierte Stiefelmenagerie. Dann legen wir die auch gleich an. Füße sind leer. So, jetzt brauchen wir nur noch eine andere Strickmütze. Isolierte Mütze. Ja, Rudi, ich weiß, ich weiß. Kommen wir auch gleich hin. Gut. Damit ist unsere Toleranz weiter gestiegen. Das ist okay. Wir haben noch genug Rohrkolben. Komm, Rudi. Hier sind wieder Hasen. Das war das mit John Bohr, genau. Löwenzahn können wir auch immer gebrauchen. Daraus kann man guten Tee herstellen. Packen wir nachher alles ins Floß. Ja, und gehen jetzt weiter. Ich würde die gern fangen. Aber ich kann die nicht fangen. Ich glaube, ohne Falle ist das nicht möglich. Also, Rudi, müssen wir weiter. Gucken wir, dass noch irgendwas aufs Floß gepackt wird. Wir haben ziemlich viel Zeug. Auch die Setzlinge sind nicht gerade wenig. Gut, die sind jetzt weg. Die können wir zwar essen, aber das bringt jetzt nicht allzu viel. So, dann ist wenigstens Wasser wieder voll. Okay. Ah, warte noch, warte noch. Können wir nicht irgendwas... Wir haben sogar zu viele Lumpen. Wir müssen irgendwas herstellen. Ich weiß bloß nicht was. Lagerfeuer, Fackel. Stahlmesser. Wildschweinleder, Schrauben und Muttern und Werktisch benötigt. Ja, wie kriege ich den Werktisch hin? Oh. Ach so, da sind die Setzlinge drin. Die habe ich hier hingeschmissen. Ja, nee. Nee, Rudi, komm. Wir müssen weiter. Oh, Mann. Hoffen wir, dass wir irgendwas finden. Jetzt will ich aber zu diesem komischen Fischteil. Wie auch immer wir da hinkommen. Das wird schon irgendwie klappen. Tada! Und wie es klappt. Wanderhaars Ladung oder Landung. Oft gibt es dort Angeln, Köder und Unterschlupf. Löwenzahn. Yucca, Maulbeere. Oh, sehr nice. Trompete des Teufels. Das sieht doch gut aus. Moin. Offen suchen. Angelhaken. Angelschnur und altes Holz. Das sieht doch gut aus. Warte mal, wenn wir jetzt... Jetzt muss ich mal überlegen. Wir müssen das Inventar leeren. Yucca brauche ich noch. Rohrkolben brauche ich auch, garantiert. Irgendwas muss ich wegwerfen. Schimmliger. Nahrung plus 5. Und Parasiten. Nee, wegwerfen. Gut, jetzt. Was? Ich habe noch was weggeworfen. Ach, das war schon wieder bei Rudi im Inventar. Gut, Rudi, du kriegst... Was kriegst du? Die Trompete. Nee, die kriegst du nicht. Du bekommst... So, weg. Jetzt aber. Na also, geht doch.
Okay, und wie mache ich das jetzt? Nee. So. Angel. Wie mache ich eine Angel? Keiner weiß es. Setzlinge brauche ich dafür. Angel geht nicht. Warum geht eine Angel nicht? Hier können wir doch bestimmt noch mehr machen. Auch nicht wirklich. Sumach-Tee. Dafür brauchen wir Feuer. Ist das alles? Ja, das ist alles sortiert. Nach Namen. Nach Anfangsbuchstaben. Aschekuchenbogen. Ein Bogen braucht zwei geflochtene Seile und ein Stahlmesser. Wofür denn das Stahlmesser? Ich kann doch sowieso nichts herstellen. Oh Mann. Also ist es teilweise ziemlich schwer gemacht, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Wenn das jetzt alles war, dann verschwinde ich wieder. Ich habe leider keinen Aufsatz gefunden. Keine Möglichkeit, das Zeug herzustellen. Aber trotzdem schön hier gewesen zu sein. Schön langsam, ganz ruhig. Wir müssen ja sowieso irgendwie hier durchsteuern, durch die ganzen Stromschnellen. Da war was, aber ich habe es mir jetzt extra nicht mitgenommen, ich hatte Angst. Gut. Jetzt wieder durch die Stromschnellen. Oh, es regnet. Um hier ranzukommen. Lars und Lasses Heimstätte. Bauernhof, ein Fundort für wildwachsende Nahrung und sauberes Wasser. Wir werden erstmal einen Schlafplatz suchen. Und Mais. Mais können wir auch immer gebrauchen. Rohrkolben ebenfalls. Ist denn hier ein Schlafplatz? Da. Oh, wer bist du denn? Helen Cockrow. Oh mein Gott. Na, sieh mal an. Was für ein kleines Lamm. Komm rein, wärm dich auf. Vielen Dank. Hast du vielleicht einen Hang zum Erzählen? Wir haben hier nicht viele Geschichtenerzähler in letzter Zeit. Möglicherweise, ich glaube. Ich mache dir ein Angebot. Fessle mich mit einer Geschichte. Eine lustige Anekdote oder eine melancholische Geschichte. Als Dankeschön gebe ich dir dieses Werkzeug, das ich gefertigt habe. Was sagst du? Du siehst nicht so aus, als ob du Werkzeuge fertigst. Eleganz und Nutzlosigkeit gehen nicht immer Hand in Hand, Schätzchen. Man muss geschickt sein, wenn man alleine ist. Scheint zu stimmen. Großartig, erzähl mir was. Teile eine lustige Geschichte, erzähle eine traurige Geschichte. Ich wusste nie, wo meine Leute herkommen. Ich glaube, das weiß niemand. Trotzdem hatten wir ein Bett, ein Hüttendach über dem Kopf und drei Mahlzeiten täglich. Hat sich jemand um dich gekümmert? Die Vertrauenslehrerin, eine tolle Frau. Als sie ging, konnte keiner von uns bleiben. Die meisten anderen wollten eine Stadt finden. Und du? Ich glaube, mein Platz war hier draußen in der Höhle. Bist du schon lange alleine? Wer kann das schon sagen? Tut mir leid, Schätzchen. Hier ist das Speerfallen-Dingsbums, wie versprochen. Vielen Dank. Es war mir ein Vergnügen. Ich wage zu sagen, dass ich sauer geworden bin auf meine eigene Begleitung. So wunderbar meine Erinnerungen auch sind. Sie sind etwas übertrieben. Lass es dir gut gehen. Mach es gut. Eine nette Frau. Wenn auch ein bisschen komisch, aber sie ist nett. So, jetzt sind wir wieder fit. Sind auch nicht mehr nass. Und wir haben jetzt irgendwas bekommen. Aber mein Inventar war wohl voll. Na, klasse.
Wir können einen Nähsatz herstellen aus Angelhaken und Angelschnur, aber die hätte ich gerne für eine Angel. Verband. Lagerfeuer. Geflochtenes Seil. Ja, ich habe keinen Platz im Inventar. Speerfalle. Ach so. Ah, die wurde hier hingelegt. Ja, okay.